Wir haben jetzt gesagt, wir fahren jetzt in die Stadt. Ich kaufe jetzt 3 Düfte. Ich muss noch entscheiden. Vielleicht kaufe ich auch 4. 2 Männer, 2 Frauen. Ja? Was für Düfte wissen wir noch nicht. Ich kaufe einfach blind und wir werden sie live, beziehungsweise wir machen eine Live-Reaction drauf. Aus 4, Leute, aus 4 wurden 5. Egal, wer diesen Duft tragen will, man wird euch anfassen. Ein richtiges Vanilleeis, das riecht nach diesem, was man zum Backen, eine richtige Vanilleschote. Ja. Geht und riecht und sagt mir, wie krass das ist. Leute, es sind Künstler, bitte. Geht und riecht auch diesen. Der ist krass. Der ist heftig. Kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das von Affinessence. So sieht die Verpackung aus. Das ist Santal Basmati. Stimmt, da wollten wir den unbedingt ausprobieren, ob der wegen dem Basmati. Genau, ne? Ob das wirklich irgendwie so nach Reis riecht. Ob das nach Reis riecht. Die sind wirklich, das ist ein krasses Label. Ich erzähle euch aber ein anderes Mal mehr dazu. Wir packen das jetzt erstmal aus. Mhm. Oh, wow, sehr schön eingepackt. Ja, in so Schaumstoff. Sehr hübsch. Okay, riechen wir erst. Mhm. Alter. Ich will riechen, ich habe noch gar nichts gerochen. Ich habe so... Ey. Oh mein Gott. Sowas habe ich... Das habe ich auch noch nie gerochen. Ich schwöre, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gerochen. Das riecht wirklich nach Basmati. Wie wenn du gerade Reis kochst. Leute, oh mein Gott. Der ist krass. Der ist krass. Der ist heftig. Boah, wow, der ist auch richtig cremig, trocken. Oh mein Gott. Mein Gott! Ich habe so etwas. Ich habe das noch nie gerochen. Noch nie gerochen. Das flasht mich. Ey, ich habe das ich noch nie. Ich muss nochmal riechen, sorry. Wow. Leute, der ist also, der Shit. Ja. Der ist echt krass. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin total sprachlos. Der riecht von Anfang an irgendwie. Wie soll ich euch den beschreiben? Das ist krass, ne? Also ich finde ihn auf jeden Fall cremig. Ich finde ihn leicht trocken. Cremig, weich. Ja, genau. Also wenn ihr so einen Duft habt, der riecht lecker. Und das riecht außergewöhnlich. Ihr werdet auf jeden Fall angesprochen. Angesprochen? Definitiv. Leute rasten aus. Nee, also, Moment. Mädels, Jungs, Männer, Frauen, egal wer diesen Duft tragen will, man wird euch anfassen. Man wird euch, ich glaube, umarmen und euch inhalieren, das ist zu krass. Mhm. Das ist das Krasseste, was ich je in meinem Leben gerochen habe. Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht und riecht. Geht und riecht und sagt mir, wie krass das ist. Wirklich. Also, Santal Basmati, bitte. Geht und riecht. Das ist das Krasseste. Der ist krass, okay, ja. Okay, das ist krass. Jetzt bin ich auf den anderen gespannt. Wow. Okay, wir haben noch einen davon gekauft. Den haben wir, das ist aus 4. Leute, aus 4 wurden 5. Eigentlich habe ich gesagt, wir gehen los und kaufen 4 Düfte. Blind. Dann waren wir da und dann hat die Frau, die nette Dame, die uns da draußen vor der Tür bedient hat, die hat gesagt, wenn ihr
da hätten wir mit diesem Affinessence hätten wir was richtig Besonderes ausgesucht und so weiter. Und wenn ihr noch was Besonderes haben wollt, dann probiert unbedingt Vanille Bonjour. Ich muss das googeln, wie das heißt. Warte. Mein Gott, ich bin geflasht, Lara. Das ist echt. Ich habe sowas noch nie. Das ist zu krass. Oder übertreibe ich? Nein, überhaupt nicht. Ich habe sowas noch nie gerochen. Das ist. Okay, okay. Also, genau. Auch von diesem Label, wie gesagt, der heißt Vanille Bonjour. Mein Französisch ist nicht gut. Ich kann das nicht. Ich kann wirklich. Ich kann es leider auch nicht. Ja, also Französisch hatte ich nie in der Schule. So, okay, egal. Ich hasse Vanilledüfte. Das kann ich schon mal so sagen. Diese typischen Vanilledüfte, ich krieg davon Kopfschmerzen, die nerven mich. Für mich sind das Nervensägen normalerweise, ja? Weil aber es übertrieben süß ist. Genau, so süß und nervig einfach. Mhm. Aber trotzdem habe ich mich darauf eingelassen und habe. Sie wollte unbedingt, dass ich vorher die Düfte rieche. Ja. Die meinte, sie können doch nicht diese Düfte kaufen für so. Also, die waren sehr. Also, das war schon kostspielig. Sie können doch nicht solche teuren Düfte kaufen, wenn sie vorher nicht dran gerochen haben. Und ich musste sie wirklich zwingen, dass sie mir, dass sie uns da nicht dran riechen lässt. Ne? Aber und dann habe ich mich darauf eingelassen, dass ich trotzdem auch den ausprobiere. Ja, also gute Verkäuferin an der Stelle. Wir probieren direkt. Okay, warte. Jetzt bin ich gespannt. Original Vanilleeis. Ein richtiges Vanilleeis. Das riecht nach diesem, was man zum Backen. Eine richtige Vanilleschote. Ja. Das riecht nicht nach Vanille, diese normale Vanille. Gar nicht. Das riecht nach richtiger Vanille. Ich finde es auch wieder sehr cremig. Wow, auch heftig. Seidig. Trocken finde ich es schon ein bisschen. Ja. Herb, da kommt ein bisschen was Würziges noch. Ja. Hier, riech nochmal. Oh, der Geruch verändert sich. Minimal. Oh, ich find's. Also, was ist das? Das sind krass. Meisterwerke, krass. Leute. Mann. Leute fangen an, dich anzulecken dann. Nee, krass. Krass. Der ist echt. Wahnsinn, auch wieder so ein mega so was Heftiges. Mhm. Hab ich auch noch nie. Leute, das sind Künstler. Gebrochen. Leute, es sind Künstler, bitte. Geht und riecht auch diesen. Wirklich, das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn, ihr werdet nie mehr wieder an was anderes denken. Heftig. Vanille. Cremig. An was denkt man? An ich denke einfach daran, an wie ich mich in ein Bett schmeiße, frisch bezogen, das danach riecht. Oh, Wolken, seidig, dann dieser Geruch einfach mega. Ja, heftig. Also krass, richtig krasser Duft. Die sind voll. So krass, dass sie unbeschreiblich gut sind. Ja. Das sind Künstler gewesen, die diese Düfte erschaffen haben. Mhm. Wirklich, ich sag's euch. Also Vanille und das andere Basmati. Denkt jetzt nicht an Reis in dem Sinne oder an Vanille irgendwie, sondern das Wahre, das Aroma, wenn ihr mal richtig guten Basmati-Reis auch gekocht habt, das erfüllt auch das ganze Haus mit einem Duft, ja? Ich meine nicht den ganz stinknormalen Reis, sondern ich meine einen zum Beispiel persischen Basmati-Reis, das hat ein Aroma wie Parfum, genau das gleiche. Dieses Gefühl, das ist einfach krass. Es ist halt einfach was komplett anderes. Ich habe das noch nie gerochen und ich finde es auch sehr heftig, dass man so richtige Lebensmittel quasi mit da einbaut. Ja, ne? Ja, riecht also fantastisch. Es riecht einfach krass. Ja, krass. Probiert es aus und oder kauft es euch direkt, glaubt mir. Last one. Okay, kommen wir zum letzten. Das ist von Papa de Mali und zwar Cassili. Wir packen das auch jetzt direkt aus. Oh, sehr schön. Ja, sehr hübsch. Oh mein Gott! Sehr süß. Sehr
sehr süße Flasche. Krass, wie schön. Okay, also die Flasche, der Deckel, guck mal hier, guck mal. Sehr süß. Hier, mega süß. Okay, sehr, wir sprühen direkt. Sehr feminin, ja, so. Wir sprühen. Direkt auf die Kamera. Okay, süß. Ich habe gerade nichts gerochen. Gib mal deine Hand. Oh, sehr süß. Zitrig. Zeig mal. Und Pfirsich. Pfirsich-Eistee. Hm? Ja. Mhm. Pudrig, cremig, Pfirsich-Eistee. Ja. Oder Tee, Pfirsichtee. So. Zitrig. Und gar nicht, riecht gar nicht synthetisch, gar nicht. Riecht echt. Super. Ganz, also ganz wirklich. Süßer Duft. Also mega. Süß im Sinne von süß. Der Duft riecht nicht süß, sondern der niedlich. Duft an sich ist süß, niedlich. Ja, ja, genau. Niedlich. Niedlich, Lolita-haft. Ne? Mhm. So, ja. So eine Lolita. Nee, wirklich, damit könnte man, damit machst du einen auch niedlich. Ja. Und unschuldig und so. Unschuldig. Mega. Mega, mega heftig, Duft. Ja. Also sehr echt geil. Sehr krass. Ja, auch absolute Empfehlung. Fertig. Ja. Das waren die fünf Düfte, die wir gekauft also haben. Also ich bin total überrascht von den Düften und ich finde es auch, also bei manchen Düften konnte ich es mir gar nicht so vorstellen, aber ich bin mega überrascht und ich liebe sie alle dafür, dass die wirklich blind gekauft wurden. Ja, genau. Es ist wirklich echt heftig geworden. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Und bis nächstes Mal. Bis dann. Bye, bye. Bye.